zwei Gäste heute Morgen hier bei uns auf der Couch. Zum einen Anastasia Zamponidis, einen schönen guten Morgen nochmal. Hallo. Wir werden später auch noch über andere Promi-Themen sprechen. Und Klaus Farin ist bei uns, der ein interessantes Buch geschrieben hat, schon Mitte der 90er Jahre, viele, viele Veröffentlichungen, hat viele Bücher geschrieben, hat über Jugendkultur, Leiter des Archivs für Jugendkultur in Berlin, Gründer des Ganzen, schönen guten Morgen. Und eben dieses Buch über die bösen Onkels, Buch der Erinnerungen, die Fans der bösen Onkels. Am Donnerstag haben wir hier in der Sendung über das Comeback der Onkels gesprochen. Am 20. und 21. Juni zwei innerhalb von Minuten ausverkaufte Konzerte am Hockenheimring. Und bei diesem Gespräch am Donnerstag, Anastasia, da hast du dich auf eine bestimmte Art und Weise ausgedrückt über die Fans. Und die Fans der Band haben unsere Facebook-Seite daraufhin überrannt. Viele haben sich diffamiert gefühlt. Wie siehst du das, was du gesagt hast heute? Zu Recht haben sie sich so gefühlt. Ja. Also ich schließe mich sehr gerne der offiziellen Entschuldigung vom Sat.1 Frühstücksfernsehen auf der Facebook-Seite an. Und ich weiß, dass nicht alle Fans drogenabhängige Alkoholiker, gewaltverherrlichende Rechte sind. Das weiß ich aber nicht erst seit heute, seit unser Gast da ist, sondern seit ich mit einer ganz bestimmten Person befreundet bin. Sie ist eine meiner drei besten Freundinnen. Er lacht schon. Sie ist studierte Psychologin, eine sehr erfolgreiche Frau, sehr intelligent, trinkt ab und zu ein Glas Rotwein, das war es aber auch schon, ist Ur-Berlinerin und seit über 20 Jahren Fan. Fakt ist, dass wir niemanden diffamieren wollten und auch niemandem in irgendeiner Form dazu nahe treten wollten. Deshalb haben wir auch Klaus Farin eingeladen, denn keiner in Deutschland kennt sich besser aus mit dem Phantom der bösen Onkels als er. Schön, dass du heute Morgen bei uns bist, Klaus. Wie kann man dieses Phantom beschreiben? Die bösen Onkels, die eine große, große Fanmasse in Deutschland haben, obwohl es sie seit 9 Jahren bis jetzt Mitte Januar ja auch als Band gar nicht mehr gab. Die Fans haben einen so besonderen Zusammenhalt. Mhm. Was steckt dahinter? Also Fans formulieren das ja häufig als, Onkels sind keine Band, sondern ein Lebensstil. Mhm. Das heißt, die Identifikation zwischen Fans und Bands ist extrem hoch. Mhm. Wenn man die Band angreift, greift man die Fans an. Mhm. Das ist ein wichtiger. Das hat man bei kaum einer anderen Band in Deutschland eigentlich, diesen Zusammenhalt. Und das hat natürlich viel mit der Bandgeschichte zu tun. Eben 25 Jahre immer dieselben Musiker, das haben selbst die Rolling Stones nicht geschafft. Eine Band, die auch immer angegriffen wurde, auch das spielt einen wichtigen Faktor natürlich, dass sie selber immer wieder sozusagen als rechtsextrem beschimpft wurde. Und das schweißt Fans natürlich auch zusammen. Was sie ja nachweislich auch gar nicht sind. Also die Band hat sich ja über Jahrzehnte im Prinzip aus dieser rechten Ecke, in die sie immer wieder gedrängt wird, herausgezogen. Sind die Fans zu Recht sauer? Ja, natürlich, weil ich meine, allein wenn man nur mal ganz billig online geht, findet man Dutzende Belege, Beweise dafür. Man findet bei YouTube ein Video, wo Stefan Weidner aufruft, die NPD nicht zu wählen. Es gibt Konzertmitschnitte, wo sie gegen rechte Gewalt angetreten sind, Benefits-Aktionen für Flüchtlinge aus Afghanistan, für Kinder in Peru. Es gibt Songs, viele Songs, in denen sie sich mit auseinandergesetzt haben. Der bekannteste ist wahrscheinlich dieses Deutschland im Herbst, den sie geschrieben haben nach dieser Pogromwelle Anfang der 90er Jahre. Hoyerswerda. Musikalisch eins der schwächsten Songs, muss man natürlich sagen. Aber textlich sehr eindeutig. Also ich sehe braune, scheiße Kinder töten. Deutlicher kann man es nicht formulieren. Das gibt es aber alles. Mhm. Nur offenbar haben das Journalisten und Journalistinnen bis heute nicht wahrgenommen. Es wird immer wieder, wie letzte Woche in der Sendung, einfach behauptet, entweder ist die Band rechts oder die Fans sind rechts. Obwohl es eben dafür keine Anhaltspunkte gibt. Im Gegenteil, 1000 Belege. Da ist so ein Autismus einfach auch in unserer Medienbranche da, der die Fans natürlich immer wieder aufs Neue aufbringt. Fast sogar ein Automatismus, muss man sagen. Ne? Also reflexartig. Also Journalisten berichten gerne manchmal über Rechtsextremismus. Die meisten haben ja keine Ahnung davon. Und den Namen Böse Onkels hat man sich gemerkt. Eigentlich gibt es ganz andere Bands heute, die kennt man nicht. Und dann wird Reportage immer wieder Böse Onkels oder mal Rammstein oder wer auch immer erwähnt, wo man gerade halt einen Namen braucht. Und recherchiert wird da selten. Beeindruckend, oder mich hat das sehr beeindruckt, ich habe das ja letzte Woche auch nur von außen mitbekommen, ist eben tatsächlich dieser Fanzusammenhalt, der sich auch bei uns auf der Seite dann wieder gespiegelt hat. Ein Wort noch zu Kevin Russell, der Leadsänger der bösen Onkels, der 2009 einen schweren Verkehrsunfall verursacht hat, danach zu Fuß Fahrerflucht begonnen hat. Gerichtsverfahren und so weiter, das ist alles entsprechend ja auch gelaufen. Die Fans wiederum, es gab viele empört auch, das was damals passiert ist, aber die Fans wiederum scheinen auch vieles zu verzeihen, zumindest von außen betrachtet. Ist das ein Eindruck, der täuscht oder? Also wenn man sich die
die Fanseiten ansieht im Netz, sieht man eigentlich, dass sehr viele sehr kritisch darauf reagiert haben, also deutlich sich davon distanzieren wollten. Aber natürlich, Kevin Russell ist ja das Musterbeispiel für diese Authentizität, die diese Band vertritt. Jemand, der eben, was weiß ich, schlechte Kinder, halt drogenabhängig war, rechts war und. Und sich, und das ist ja ein Teil der Onkel-Songs, sozusagen aus allem rausgezogen hat. Und das ist eigentlich das, was die Fans und die Band zusammenschweißt, dieses, du kannst dich ändern, wenn du an dich selber glaubst. Also was Pädagogen immer sagen, Kinder stark machen. Ja, klar. Ne? Dieses, also du kannst dich ändern, glaube an dich selbst, auch wenn die ganze Welt dich nicht mag. Ja. Und das macht die besondere Attraktivität gerade von Kevin Russell aus. Versuch eine Erklärung zumindest für alle diejenigen, die sich mit dem Thema nicht so gut auskennen. Und ich denke, wir haben das hier an der Stelle richtig eingeordnet. Vielen Dank, Klaus Farin, für den Besuch bei uns, den ganzen Morgen noch da. Anastasia genauso. Wir diskutieren gerne weiter auf unserer Facebook-Seite. Ich will das einmal besonders sagen, auch konstruktiv. Das würde uns freuen. Und werden da sicherlich noch ein bisschen heute Morgen auch weiter Gelegenheit haben, über die bösen Onkels und dieses besondere Fantum eben auch zu sprechen. Was definitiv nichts mit rechts zu tun hat. Danke. Gleich 8.30 Uhr. Unser Gast heute Morgen, Klaus Farin, Buchautor, Musikjournalist, ein Mann, der sich auskennt, übrigens auch Leiter des Archivs für Jugendkultur in Berlin, Gründer des Ganzen. Wir reden über die bösen Onkels, über die Fans der bösen Onkels. Und guten Morgen. Wird gleich eines unserer Themen sein, bevor wir darüber reden. Vielleicht vorher ganz, ganz kurz nur eine Frage. Dieses Fantum der bösen Onkels, wie kann man das in wenigen Worten beschreiben? Wenn es noch Zehntausende oder Hunderttausende von Fans gibt, obwohl eine Band seit 9 Jahren nicht mehr existiert, dann ist das schon ein ziemlich einmaliges Ereignis, oder? Sehr einmalig. Und dieses einmalige Ereignis werden wir gleich besprechen. Nachdem es heftige Reaktionen auf eine Situation am letzten Donnerstag in der Sendung gab. Also dazu gleich mehr. Jetzt aber erst einmal der Blick überhaupt zu den bösen Onkels. Eine Band, die es seit Anfang der 80er Jahre gibt. Eine Band, die wahnsinnig, wie du gerade gesagt hast, viele, viele Fans hat. Jetzt haben die sich Anfang dieses Jahres ja neu formiert. Haben gesagt, wir kehren zurück. Überraschend? Ich fand es schon überraschend, ja, weil die haben alle inzwischen mehr versucht, Solo-Geschichten zu machen. Die sind ja auch im Streit auseinandergegangen. Aber gut, es ist ja eine gute Tradition, dass Bands sich mehrmals im Leben verabschieden. Bands, die sich mehrmals verabschieden und dann wiederkommen, hat es immer wieder gegeben. Aber du hast es gerade selber gesagt, eine Band, die eine solche Fanbase hat, gibt es eben nicht so häufig. Am Donnerstag ist hier Folgendes passiert. Es gab viele, viele Fans, die sich diffamiert gefühlt haben, weil es Aussagen hier in der Sendung gab, von wegen, dass es den ein oder anderen Fan gibt, der da rechtsradikal sein soll und so weiter. Das ist ein Stigma, das den bösen Onkel seit Jahren, seit Jahrzehnten eigentlich anhaftet, obwohl das ja gar nicht so ist. Am Anfang vielleicht ein bisschen so war? Wie kann man das analysieren? Naja, der Hintergrund ist natürlich, dass die Onkels in ihrer Startphase, als sie so 15, 16, 17, 18 Jahre alt waren, Teil, also nach einer kurzen Zeit, Teil der rechten Skinhead-Szene gewesen sind, auch ein paar Songs geschrieben haben, für Rechte aufgetreten sind. Damals kannte die aber eigentlich keiner. Es war eine subkulturelle Band für Skins, Hoods vielleicht. Dann waren sie eine Zeit lang weg, sind abgetaucht quasi, sind wieder gekommen. Und eigentlich 10 Jahre später waren sie erst erfolgreich. Und die ganzen Fans, die man heute kennt, die heute dabei sind, sind erst später gekommen. Da war die Band aber lange raus aus der rechten Szene, hatte sich verabschiedet, hatte Songs gegen rechts gemacht, Benefits-Projekte unterstützt und so weiter. Und trotzdem kam aber gerade in dieser Phase, wo sie eigentlich sich schon gegen rechts engagierten, immer wieder in den Medien der Hinweis, das ist eine rechte Band. Woran liegt das? Ich würde sagen, es ist kein Ruhmesblatt unserer Branche, dass da nicht unbedingt viel recherchiert wird, dass da sehr autistisch zum Teil gehandelt wird. Offenbar haben viele Journalisten, die das Bedürfnis hatten, was über Rechtsextremismus zu schreiben, sich diesen Bandnamen gerade gemerkt, hatten zwar keine Ahnung von der Band, wahrscheinlich von Rechtsextremismus auch nicht. Und das, so kann man sich das erklären, viel recherchiert wird nicht. Also noch letztes Jahr sind Artikel erschienen in einer Berliner Tageszeitung, dass es ein Skandal wäre, dass die Onkels heute noch ganze Hallen füllen dürften. Und deshalb eine Band, die seit 9 Jahren nicht mehr gab. Und deshalb fühlen sich eben viele Fans dann auch an der Stelle zu Recht diffamiert.
wenn immer wieder dieses rechte Gedankengut dieser Band zugeschrieben wird, eben auch heute noch. Ja, den Fans vor allen Dingen. Ich meine, das ist ja ein harter Vorwurf, wenn jemand zum Beispiel hier in der Sendung letzte Woche behauptet, einfach dort würden Hitlergrüße bei Konzerten gezeigt. Da gibt es konkrete Beispiele dafür, dass die Band genau das nicht will. Ja, eben, wird ja massiv unterbunden. Und da gibt es zig Beispiele, die man allein, wenn man mal online geht, finden kann. Statements, Songtext und alles Mögliche. Und wenn das den Fans vorgeworfen wird, ist das natürlich ein hartes Beispiel. Also wenn ich jetzt behaupte, nach der Sendung irgendwie, wir saßen noch in der Kantine und sie waren besoffen, dann ist das nicht weiter tragisch, vielleicht unfreundlich. Wenn ich aber behaupte, sagen wir, du hast mir in der Pause einen rassistischen Witz erzählt, dann ist das ein anderes Kaliber über einen Mitarbeiter oder so. Das heißt, dieser Vorwurf, diesen Rechtsextrem, ist natürlich nicht irgendwie so was nebenbei. Und dann noch bei einer Band, die sich eben davon ja eigentlich distanziert seit über zwei Jahrzehnten und wo viele Fans, die meisten Fans, alle erst zu dieser Band gekommen sind, eigentlich nachdem sie sich distanziert hat. Das ist ja gerade das Spannende daran. Das sind ja nicht klassische rechte Fans überwiegend, sondern eigentlich ein Querschnitt durch die Gesellschaft. Das Abgefahrene ist, dass diese Band so viele, eine unglaubliche Fanbase hat. Zwei Konzerte im Juni, 20. und 21. Juni am Hockenheimring innerhalb von Minuten. Ausverkauft? Wie kann man dieses Fan-Kum, wie kann man das beschreiben? Weil das ist ja dieses, wir, da die Band, da die Fans, die sich wirklich als eins gefühlt so ein bisschen sehen. Das hängt auch mit den Angriffen natürlich zusammen. Das schweißt natürlich auch die Fans zusammen, wenn immer angegriffen wird für Dinge, für die man ja nichts kann. Also dass die Fans eben auch so beschimpft werden. Das hat schon was damit zu tun, dass die Band angegriffen wird. Ähnliche Momente hatten wir auch bei anderen Bands, als Rammstein mal rechtsverdächtigt wurde, völlig unsinnigerweise, auch von Journalisten. Da hat es ja auch sofort so einen Aufschrei in der Fanszene gegeben. Aber ich glaube, im Kern geht es darum, dass die Onkels eben für viele Fans so einen Lebensstil verkörpern. Dieses Nicht-Ungepasste, das Rebellische, dieses Nicht-Spießig-Sein, dieses Glaube an dich selbst, dann schaffst du es. Ne, auch so diese Rebel without a cause-Mentalität, so James Dean-mäßig. Und trotzdem habe ich den Eindruck, die Fans verzeihen auch vieles. Ich denke an den Autounfall von Kevin Russell Ende 2009. Das wurde eigentlich so in den Blogs und bei Facebook und so weiter sehr kritisch aufgenommen. Mhm. Also ist ja keine Boygroup in dem Sinne, dass das 14-, 15-, 16-Jährige sind, die jede Handlung und alles nachvollziehen. Und wenn der Sänger sich blond die Haare färbt, dass sie auch blonde Haare haben müssen. Das wurde schon sehr kritisch gesehen. Mhm. Verziehen sicherlich bei vielen, auch weil er dann ja irgendwann doch sozusagen sich dazu bekannt hat und versucht hat, das wieder gut zu machen. Aber das Verhalten selber wird in der Fanszene auch nicht sehr positiv gesehen. Das findet man heute noch immer sehr kritisch bei vielen Einträgen. Das können wir nicht unterstützen. Klaus Farin hat ein tolles Buch geschrieben, Buch der Erinnerungen, die Fans der bösen Onkels. Wir haben das Buch auch hier für alle, die sich da für Musik oder auch für dieses Thema interessieren. Sei das nur als kleiner Tipp hier gesagt. Ein Buch, was wirklich hochinteressant ist zu lesen. Vielen Dank, dass du heute Morgen bei uns bist, Klaus. Und dass wir das zumindest auch das Gestehene hier an der Stelle ein wenig einordnen können. Danke für viele, viele Hinweise und danke für viele Postings auf unserer Seite. Klaus Farin, danke für den Besuch.